Mädels. ich habe gerade eine Runde gebunkert. Hier, das ist Villa-Schutzstand, allen rum und dran. Bunker gibt es ja mehr als genug. Ne? Hier ist das halt so. Bunker, Lost Place, bei mir auf dem Platz. Naja, gut. Den habe ich jetzt dabei. Bei mir in der Halle habe ich gerade schon eine Flex gehört. Ich glaube, Rufen ist gerade am Arbeiten. Jetzt gucken wir mal, was Rufen so anstellt. Ich glaube, der Flex an meiner Karre rum. Bin ich nicht ganz sicher, kann aber sein. Mal gucken. Weil ich wollte halt den Fahrersitz von dem mal eben austauschen. Die sind nur ganz mit zwei Dingern an der Schiene und vorne eben nur gesteckt. Mir ist halt, glaube ich, gar nicht beim Golf. Weil ich ein bisschen besseren Fahrersitz haben wollte. Und die setzt halt in den Daily Einsatzspieler rein, in den jetzigen roten. So, gucken wir mal. Hat Phase ist. Und Radio tauschen wollte ich auch noch. Gehen wir auf den Sack, das Ding. Mal gucken, ob wir rufen, so los ist. Da steht mal noch eine Gurke in der Halle. Hey, der ist bei sich am Arbeiten. Bei sich am Auto. Was tüdelte der mit seiner. Er hat einfach den Motor aufgeflext, den V6. Pass mal auf. Mädel! Ne? Kamera Max ist wieder da. Ist sie wieder am Start. Was machst du da? Leerdruckverrohrung? In kränklich. Nee. Downpipe bauen. Downpipe, aber self-made Downpipe. Ganz offen. Ja. Eigenbau. Kann kommt ohne das Autospieler, ne? Ja, da habe ich aber einen originalen drauf. Sonst kriege ich wieder Probleme mit der. Wollen wir nicht haben. Nee. Sieht ein bisschen kränklich, sieht sie auch aus. Du, ich bin heute Mittag wegen dem Postboden eingepempelt und aufgestellt und habe eine Mandelentzündung. Ja, das ist doch scheiße. Ja, wärst du nicht geschlafen, wärst du auch gesund. Ja. Das heißt, bist du gar nicht gewohnt, du bist zu wenig am Schlafen. Das wird sein. Ja, das kennst du nicht. Ja? Hat er so gesagt? Ja. Moin, geil und ist er wieder weg. Ich habe auch keine Zeit, ne? Ja, wie er halt so ist, ne? Kann man mal abwägeln. Ja, ich wollte ein bisschen hier. Ich will meinen Fahrradsitz gleich mal tauschen. Ich tüttel mal den Arzt mit dem Besseren da rein. Was willst du denn, Fahrrad tauschen? Der Fahrradsitz geht immer auf den Sack von meiner Karre. Tut mir der Arsch drauf weh. Da brauche ich lieber den Sitz und den Spieler rein. Ja. Und da brauche ich mich den guten Scheuersitz, brauche ich dann. Der ist mich 100 Mal besser wie der andere. Das stimmt. Ne? Das ist der Plan. Ja, und dann nach der Wette drehe ich den mal um und dann kann man da mal ein bisschen dran arbeiten. Ja, ich will mal ein paar Schweißpünktchen. Ich habe jetzt nicht mitgebracht, ich habe den ganzen Rucksack voll. Naja, gut, ich kann das mal Pünktchen machen. Jacke wie Hose. Du musst erstmal unten alles auswechseln. Die ganze Ecke wird ja noch raus. Ja, ja, du meinst die Gammelecke. Mhm. Ja, stimmt, die darf man ja auch nicht da bleiben. Hast recht, hab ich gar nicht gedacht. Aber das ist schon wieder spezial, ne? Ja, musst du auch ran. Aber wie willst du die denn festmachen? Du hast doch hier, da hast du einen Adapter reingebaut. Hier sind so V-Bahn-Schellen drauf. Ja, genau. Und da ist es denn hier? Ja. So eine Nut. Ja. Rein und dann wird er festgeschweißt. Ach so, das wollte ich fragen. Was ist der kleine Flexrohr, was denn hier immer? Weil ich habe mir schon überlegt, hey, da Flex. So. Und dann so. Nein, weißt du, wie das muss? Geh mal her, das muss ganz anders. Dann nimmst du so, ne? Und dann machst du das so. Eigentlich ja. Oder nicht? Eigentlich ja. Ist ein Kilometer geiler. Ja. Oder hier, was auch noch geil kommen würde. Oh, oh. Ah, geil gefangen, ne? Warte. Oder dann das Her. So. Warte, so. So muss der. Das wäre noch geil. Zeitpipe. Nee, mach's mal so. Nicht mal in der Beule reingemacht. Ich hab da gerade mit dem Hammer reingehauen. Ja, aber nee, hab ich nicht. Ich hab mit dem Knie, mit dem Schiebenbein. Ich hab mich selber geopfert und den ganzen Scheiß wieder extra abgefangen. So soll das ungefähr. Ja, kommt aber, Flexrad muss auf jeden Fall haben. Das hat sie nämlich mal Lör. So, ne? Ah, vom Bogen her, also kommt ein bisschen sehr tief, ne? Ich flex ihn ja noch ab. Ja, ja. Das ist ja hier, das ist die Rückführung. Ja. Die nachher ins Westgate kommt. Ja, brauchst du? Ja, klar. Ne? Was steht ein? Hier hat er das ja. Weshalb muss ich denn? Hier. Da gehst du rein. Wir nachher hier unten mit an der Auspuffanlage ran. Ja, das kriegst du aber hin. Ja. Ich meine, du hast hintenrum mal genug Platz bei dem Ding. Das geht ja. Ja, einigermaßen. Du sitzt ja relativ weit vorne, der Motor. Wenn du dir jetzt so anguckst, das geht. Wo ist die Lenkung denn? Ach, da ist die Lenkung ja auch noch. Ja, darum geht's nicht, aber das Westgate ist so fett, dass die Auspuffanlage, siehst du das? Viel Platz ist da nicht, du. Ja, aber du hast ja durch das Flexrohr ja kein Kippmoment von hier. Das war ein Kippmoment vom Motor. Das geht. Ja, du musst nur gucken, wie du daran vorbeikommst. Ja. Ich meine, der hat ein PU-Lager, der ist ja arschfest, der Motor. Der wird nicht wieder. Das geht. Das geht auch. Brauche ich ja nicht zum ersten Mal. Ja, ja, sag ich, das ist geil. Weißt du, sammel nicht, das ist geil. Weißt du, wer das ist? 100%ig geht das. Ja.
Besser geht's gar nicht. So geht das. So, ich tüdel mal eben meine Karre dahin. Oh, hier, Lieferello für dich oder für mich? Karre bekommen für dich. Oh, 100%. Hier, haben Sie einen Hermann oder Post? Post war gerade hier. Du bist gerade auf dem Hof. Ja. 5 Minuten später. Was ist denn das hier? Haben wir denn wieder Schönes? Ah, kommt aus Kiel. Lieferello geben wir. Habe ich was bestellt? Food and More. Gucken wir mal rein. Wollen wir da mal reingucken? Komm, wir gucken da. Aber dann machen wir bereit das Video raus. Ja, wir gucken mal, was das ist. Ich glaube, einer würde ja bei Amazon was für mich bestellen, direkt. Das kann sein, aber Amazon wird ja Amazon draufstehen. Ding. Wisst ihr was, ich cutte das jetzt, weil das ist jetzt so spannend und dann machen wir es so weg. Ja. Tschüss. Bis gleich. Wisst ihr was? Wie soll ich sagen? Das zeigen wir euch jetzt doch. Genau. Wir haben wieder Malz gekriegt. Aber hat einer vor uns über hier, guck mal, eine Bunsenstraße. Kiel wohl, aber Bunsenstraße haben wir auch gleich um die Ecke hier. Guck dir das mal an. Geil, Mann, der gute Stoff, da hat er einen Sixer uns geschickt. Ein Sixer wieder, Mann, das machen wir jetzt auf und dann geht er weg hier. Ja, hundertprozentig. Ja, geil, Jungs, Mann, danke. Ich dachte, ich verdurste heute noch, ey. Ja, ich auch. Oh, hier ist aber nur eine drin. Da hat sich bestimmt der Pudel wieder. Nee, aber das kann sein. Momentan ist er nur wieder mal Schwund. Egal, was ist, ne? Ist ja irgendwie momentan die Post klaut uns wieder mal. Lass uns schön einstehen und der Rest. Genau, und da geht in den Kühlschrank und das hat gut. Ey, danke, Mann. Ich glaube, er hat einer geschrieben, der will uns. Ich habe schon den Namen vergessen. Ich will da gerne eine Namensnennung machen, aber habe ich gerade nicht. Ja, aber wie gesagt, danke auf jeden Fall. Wiedermals immer geil, weil wir sind massiv trocken hier, ne? Haben wir gar nichts. Die Leute können ja mal, auch wenn wir hier viel stehen haben, die können ja mal in unseren Kühlschrank reingucken. Der ist nicht mehr drin, ne? Das Einzige, was wir saufen wird, werden eine Hugo-Brause. Ja! Und irgend so ein Waldmeister gedöst. Und das ist nicht für uns. Das ist nur das Getränk, da dürfen wir nicht bei. Nee, da kriegen wir Haut. Cool. Ist so. Ja, ist nie was da, das stimmt. Haben sogar einen Eisschrank hier. Das ist aber hier. Das ist 05er. Ja, die hat er auch gestern mitgebracht. Der Dustin, glaube ich, Dustin hieß er. Ja. Ne? Der Affengott. Ja, unser Affengott, genau. Ja, unser Affengott. Unser Affengott. Ne? Guter Kerl. Nee, er hat eine Autobatterie gehabt, die er da hat überlassen. Die war ganz geil. Deswegen. Oh, was sagst du? Komisch, Mann. Kommt gut. Da kommt richtig schickimicki. Sag ja, Reifen in Wagen fahren, machen auch einiges aus. Meine Radkappe. Ich finde das geil. Nee, wir machen einfach, kennst du diese Weißwarnringe? Ja. Die machen wir da einfach drauf und dann einfach in Wagen fahren. Dann ist das gut. Dann hast du komplett, dann ist das ultimative Taxi. Richtig geil. Taxischiff wäre auch lustig. Taxi ist ja auch so. Turbo-Gurke. Na gut, wir machen mal weiter. Ihr wisst Bescheid, danke fürs Malzbier. Hundertprozentig. Ist immer geil, wenn du wieder ankommst und da hast gleich was zu saufen. Ja, sonst hätten wir jetzt vertan saufen müssen. Ja, das wäre nicht so gut gewesen, ja, ne? Nee, fängt immer um zu köppen, das Zeug. Genau wie dieses komische Brausezeug. Drehstoff. Das ist gut. Ja. Dann drehen wir deinen Stoff. Was steht hier? Zieh dir eins. Ja, mach mal. Wolltest du auch mal ziehen? Nee, ist hier nicht. Wieso? Ich bin so nicht Raucher, ich zieh nicht mal an den Zeug. Das heißt ja nicht mal rauchen, du sollst ja nur dran ziehen. Ja. Ich kenne Leute, die haben das Zeug gefressen. Die haben diese Blechchen gefressen, weil sie die lecker finden. Esspapier. Siehst du? Hau weg. Schmeckt nicht? Ja. Musst du immer so abreißen, dann so ein bisschen auf die Zunge legen. Schmeckt irgendwie ein bisschen nach Drehstoff. Original. So, ich mach mal das Tor auf. Noch eine Planänderung heute. Wir waren gerade noch bei Udo gewesen, haben nach Teilen gesucht. Video gestern, wisst ihr Bescheid, ne? Haben nichts gefunden, was wir brauchen, aber ich brauche noch eben den Fahrrad jetzt schnell um, weil der ist mir lieber wie der hier. Ja, der ist ein bisschen angescheuert, ist nicht so ganz durchgefetzt, aber der ist ja komplett gar, der hier. Und der soll später in den 1.1er Golf rein. Das ist der Plan. Also, obwohl der ist hier zerbrochen, ne? Hat mir vom anderen Golf erstmal, was soll's. Also, der ist hier verschraubt. Für euch mal eben, wenn man gemacht hat. Jetzt 10er Schlüssel. Ist das? Ja. Kann man hier so lösen. Ist dann gesteckt, kannst dann rausziehen. Fertig, mehr ist das nicht. Dann ziehst du den ganzen Mist da raus und dann bist du glücklich. Ja, der neue Sitz ist drin. Einmal sauber machen das Ding ordentlich. Mit ein bisschen Reiniger. Einmal richtig absaugen, da ist das nicht mehr ganz so dramatisch. Plastik ist hier noch kaputt. Ja, ich tauche aber von denen rüber. Hat nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Wie gesagt, der geht halt alles in den anderen, ne? Der ist nicht mal ganz so geil. Der muss auch von innen nicht ganz so gut sein, weil der andere ist ja für den Alltagsbetrieb gedacht. Der hier fährt ja eigentlich kaum bei mir, ne? Der steht eigentlich eher nur rum.
zu fahren. Aber Sitz funktioniert wieder, habe ich eingebaut. Zack, kann man einstellen, wenn man will. Willst du mehr? Nur halt in meinem Absaugen, das Ding. Das sieht ja aus wie, wir denken, ein bisschen Amoral und da ist halt Leben doch wieder besser. Wisst ihr doch, wie das ist. Ja, wie soll ich sagen? Radio habe ich eben rausgenommen. Das so gesteckt. Ich habe da so ein Golf 3 Radio reingetüdelt. Hier Kies unten dran. Mach ich mal so. Wenn ich einen Code habe, klebe ich ihn unten dran. Jetzt konnte er meinen Code klauen und dann ist das Radio gut, aber bei dem Radio tut es auch nicht mehr weh. Ist nämlich Golf 3. Gut, ich schmeiß das mal eben. Ja, wird immer schwerer, ne? Ihr habt ja auch mal ein paar Radio schon gespendet. Der Haufen, der wächst. Da ist eins, da ist eins. Ich will aber erstmal CD-Radio haben. Das ist scheiße, das weiß ich da hinten. Ich habe eins in. Scheiße, eins habe ich meiner Frau gegeben. Das Kienwood ist ganz gut. Das nehme ich. Aua. Warte mal, mal ihre Putzlappen stellen. Oha, oha. Kennt ihr das Problem? Ich muss eben mal ein neues Regal bauen für die Dinger. Ah. Das ist rein. Ich wäre gespannt, ob der Kabel auch noch passt, weil Problem bei den Radios von VW ist, die sind manchmal ein bisschen anders angesteckt gewesen bei den alten VWs. Und dann passen die Pole nicht so ganz und dann gehen die nicht auf Dauer, bitte, laufen die nicht. Warte mal, so. Oh, oh. Kriegst ja Angst. Da können die aber ab, die sind schon teilweise mehrmals runtergefallen. Ja, in den nächsten Tagen, Wochenende, basteln wir mal ein neues. Oder wie ist eine andere Lagermöglichkeit? Zwei Etagen, weil das Camaro-Kram, den kann ich auch anders Regal packen. So, was meint ihr? Funktioniert das in dem Auto? Ja, komm, wir ziehen das Radio, ziehen das Video jetzt durch. Was soll's? Ich habe noch 20 Minuten mit Fahrzeit. 10 Minuten fahre ich. Bis der Bescheid, wenn das Video noch geht. So, den müssen wir absaugen gleich. Hier noch ein Fahrersitz. Ach. Wie gesagt, mit dem roten Golf kommen erstmal schlechtere Teile rein. Aber mit der Zeit, natürlich rüste ich den ein bisschen auch in besseren Teilen, ne, was ich halt so kriege. Aber erstmal nehme ich das, was ich habe. Jupp, ist Safter. Was willst du mehr? Nehmen wir Einbaurahmen dran. Vorher jetzt auch ohne Einbauraum vielleicht, habe ich noch Adapter hier, einen Antennenadapter wieder, oh, hier liegen gehabt. Von da auf den dünnen, da hat den Adapter schon drin, leider nicht. So, dann den an die Antenne, da haben wir auch Radio in der Kiste, was willst du mehr? Okay, wir brauchen definitiv einen Einbauraum, das ist jetzt nicht schön. Und ich guck mal eben im Lager, ich habe da noch ein paar von. Wird schon schief gehen. Ja, das Kassettenradio von Golf 3 ist echt nicht der Bringer. Kassettenspieler geht wohl eigenermaßen, ne? Aber die Sendersuchfunktion ist kacke und also das war nicht eins der besten von den Radios, die bevor wir was rausgebracht haben. Eher eins der schlechteren. So, Einbaurahmen. Kennt ihr dieses Spiel? Hier ist ja nochmal, wo die Dinger hier. Mikado? Nee. Das ist ähnlich wie Mikado. Was andere wackelt, habt ihr verloren. Das hier genauso. Bloß hier ist halt ein bisschen teurer, wenn der zusammenbricht. Mikado Profi, Jungs. Besser geht's doch gar nicht. So, wieder zurück. Gucken wir mal, ob das passt. Müsste aber eigentlich gehen. Ach, ich mach mal eben. Die Kamera nervt so ein bisschen da. Bis gleich. Kennt ihr das? Baut ein neues Radio in ein Auto ein? Ne? Ist irgendeine CD da drin? Was ist da drauf? Nee, aber gute ist ja, unser eins, wo geht der Jack, da, ne, hat natürlich auch noch eigene CDs im Auto liegen, ein Glück, ich habe mal eine gute alte, ich weiß gar nicht, wer da drauf ist, aber wahrscheinlich kein, das ist nicht meine Welt, kann man hören, aber ich nicht, ist da drauf, gucken, weiß ich gar nicht mehr, hab ich vor einem Jahr mal gehört, die CD, na komm, komm, du willst sie doch auch. Komm, du willst die. Komm, du magst die CD. Die ist gut. Ist da noch nicht von ab. Komm,
Ach, scheiße, ich will die nicht haben. Aha! Au! Staubtropfen sind geht nicht mehr. Die hat nur ein Loch. Mal gucken, vielleicht geht die ja besser. Ja komm, haben wir hier drauf. Was haben wir jetzt hier Schickes? Mal gucken. Sexy Musik, ne? Ärzte sind dann. Ah.